Wassermann, let's go, Leute. Zeit für euer Reading. Excuse the look. Okay, ich bin in Reisevorbereitungen und wollte aber noch schnell eure Readings raushauen. Einige von euch könnten ein Angebot bekommen, entweder irgendwie auf der Arbeit oder, ja, keine Ahnung, Beförderung oder aber auch ein Angebot, etwas ernsthaft werden zu lassen. Ja, es kann auch Kommunikation sein, die mit Ernsthaftigkeit auf euch zukommt, würde vielleicht zu Neumond in Schütze, vielleicht auch einige von euch mit einem Schützenmenschen zu tun, Neumond in Fische passen. Das Reading geht am 9. live, guckt es euch an, es ist definitiv wichtig für alle Zeichen, besonders diejenigen, die ewig auf der Suche nach Liebe sind. Also lasst uns gucken, Leute. Ich kann die Karte noch nicht sehen, sie hat sich nicht gedreht. Ich schaue mal. Wir haben Community und Between Worlds sind eure Fokuskarten. Es kann also sehr gut sein, dass einige von euch sich hier auf einen Wandel innerhalb ihrer Community gefasst machen müssen. Ja, das kann Freundschaft bedeuten, das kann aber auch bedeuten, dass etwas sich weiterentwickelt. Ja, im Idealfall sollte man ja, wenn man zum Beispiel eine Beziehung mit jemandem eingeht, eine romantische, eine Freundschaft haben vorher, ja, deswegen sage ich auch immer, Freundschaft plus ist ein Scam, weil eine romantische Beziehung sollte in erster Linie Freundschaft beinhalten, ja, Freundschaft und das Plus, das heißt das Körperliche, ist eine Beziehung, okay, das ist nichts anderes, es ist nur eine Beziehung, wo man dann sagt, oh, wir sind aber nicht zusammen, um sich freizuhalten für andere Dinge oder was auch immer, ja, aber im Idealfall sollte eine Beziehung auf einer Freundschaft basieren und es kann sehr gut sein, dass für einige von euch es hier vielleicht darum geht, dass sich aus einer Freundschaft mehr entwickelt. Allerdings, und das sage ich jetzt direkt vorab, geht es hier nicht um, ja, ich habe schon seit 5 Jahren Freundschaft plus mit jemandem und der hat sich immer noch nicht für dich entschieden und oh ja, jetzt ist vielleicht endlich mal der Zeitpunkt, sondern das ist hier schon auf einer vernünftigen Basis, ja, also nicht irgendwas, wo ihr schon seit 100 Jahren das macht, was man eigentlich in einer Beziehung macht und da ist immer noch nichts Offizielles draus geworden, sondern, keine Ahnung, der Spark ist auf einmal irgendwie übergetreten in einer Freundschaft, ja. Für andere von euch kann es auch sein, dass ihr etwas loslasst, dass ihr vielleicht Freunde hinter euch lasst oder Leute aus eurer Community, wer auch immer eure engsten Leute sind, dass da vielleicht einige von euch sagen, okay, hier passt die Verbindung einfach nicht mehr oder wir haben mittlerweile total verschiedene Ansichtsweisen und deswegen löse ich mich davon. Das kann für einige von euch auch das Ding sein. Auf der Rückseite des Decks haben wir den Magier. Heißt, ihr habt alle Elemente, die ihr braucht. Dahinter der Herrscher und 10 der Münzen, okay, it's giving a serious relationship. Das ist, was es hier, wie es hier aussieht. Jedenfalls, ihr habt alle Instrumente, die ihr braucht, um das zu manifestieren, was ihr möchtet. Ihr müsst allerdings wissen, was ihr anwenden müsst in so einer Situation. Ja, heißt also für diejenigen, die jetzt sagen, ja, da ist, keine Ahnung, mit meinem Kumpel, wir haben uns auf einmal verliebt, aber keine Ahnung, ich bin aus den und den Gründen nicht so ganz sicher, ob das vielleicht so gut ist, dann würde das bedeuten, nehmt eure Schwertenergie, heißt eure mentale Energie und durchdenkt das Ganze wirklich. Ja, und greift dann auf das nächste Instrument zu, was ihr braucht, um das Ganze eben zu verwirklichen oder aber eben auch nicht. Ja, es kommt also ganz drauf an, in welcher Situation ihr steckt und was ihr dafür braucht. Lasst uns mal gucken. Ach so, Widderenergie war das gerade. Wir haben Zwillinge und dann alle Erdzeichen. Team Wassermann, Moment. Königin der Schwerter, 7 der Kelche und was haben wir hier? 6 der Münzen. Mit dem König der Münzen auf der Rückseite des Decks, Stierenergie. Also, Königin der Schwerter, 7 der Kelche und die 6 der Münzen. Ganz klar, ich habe am Anfang gesagt, es kann sein, dass ihr hier Kommunikation bekommt und das würde auch die Königin der Schwerter implizieren. Ja? Die Königin der Schwerter trifft klare Entscheidungen, sie kommuniziert diese Dinge auch. Ja? Sie ist nicht primär jemand, der jetzt, also ist nicht so, manche sagen, die Königin der Schwerter ist total kalt und die hat keine Emotionen, überhaupt nicht. Die Königin der Schwerter hat Emotionen, auch sehr tiefe Emotionen, aber die Königin der Schwerter ist durch ihre Erfahrung
Erfahrungen weise geworden und vielleicht von mir aus auch etwas erkaltet, beziehungsweise es ist auch so ein bisschen Wassermann-Energie. Ja? Es ist dieses, okay, nicht jeder kommt bei mir direkt durch und nicht bei jedem habe ich das Gefühl, ich muss erstmal meine ganze Gefühlswelt offenbaren, sondern ich gucke erstmal, wie du mir entgegentrittst, wie du mich behandelst, etc., etc., bevor ich mich eben dir öffne. Ja? Und das ist so ein bisschen dieses erstmal auf rationaler Basis, bevor man dann in das Gefühlsleben geht. Und das ist ja auch gerade interessanterweise, habe ich beim Magier gesagt, wenn ihr zum Beispiel auf die Schwertenergie zurückgreifen müsst, das ist dann, wenn ihr eben hier mental auf der Höhe sein müsst und als erstes kommt die Königin der Schwerter raus. Es kann also durchaus für einige von euch so sein. Warum? Weil mit den Sieben der Kelchen hier eine Art Verwirrung besteht oder aber auch mehrere Optionen, wo die Königin der Schwerter dann ganz klar sich für eine entscheiden muss. Ja? Königin der Schwerter nutzt ihr Schwert, um hier durch diesen Nebelschleier quasi zu schneiden und Klarheit zu bekommen. Für einige von euch mit den Sechs der Münzen könnte das eine Klarheit darüber sein, dass jemand in einen Austausch wirklich mit euch gehen möchte, ja, in ein Nehmen und Geben. Sorry, Leute. In ein Nehmen und Geben. Und für andere von euch ist es vielleicht auch so, dass einige hier sehen, dass ihre Person vielleicht zu mehreren Menschen gibt, ja, und oder mehreren Situationen. Das könnte bedeuten, ihr seid eine Situation und die andere Situation ist vielleicht ein Job, der sie extrem einbindet, ja, oder ihr seid eine Situation und da sind noch Kinder mit im Spiel oder irgendwie irgendwas. Es muss nicht zwingend eine dritte Person sein, kann, aber muss nicht, ja. König der Münzen, das würde dafür sprechen, dass diese Person vielleicht tatsächlich arbeitstechnisch sehr eingebunden ist, denn der König der Münzen, ihr seht, der ist hier auf die Münze fokussiert, um ihn herum ist der Reichtum. Und jemand, der erfolgreich ist, in den meisten Fällen, ja, wenn man zumindest dann, wenn man etwas für sich aufbaut, dann ist in den wenigsten Fällen so, dass das Geld für dich arbeitet, sondern du musst erstmal fürs Geld arbeiten. Es könnte auch jemand sein, der eine Führungsposition hat, in irgendeiner Form vielleicht, keine Ahnung, ein Leiter, ein Manager, ein Chef von irgendwas. Es kann also sein, dass ihr mit jemandem zu tun habt, der da sehr eingespannt ist. Und für einige von euch, was ich aber immer hoffe, was nicht der Fall ist, könnte das auch ein Chef sein oder eine Position über euch. Ja, aber ich sage immer, warum ich jetzt gerade sage, ich hoffe, dass es nicht so ist, weil you don't shit where you eat. Ja, also übersetzt ist es, man kackt nicht dahin, wo man isst. Und ihr esst alle, also im bildlichen Sinne auf der Arbeit. Ja, und wir alle wissen, dass es am besten ist, wenn man die Finger von Arbeitsaffären lässt. Ja, es gibt noch diesen Spruch, don't fuck the company. Okay, und wir haben mal, ganz, ganz lange ist das schon her, aber vielleicht diejenigen, die mir hier länger folgen, die wissen das. Da gab es mal die Frage, ich glaube auf Instagram war das, ich bin nicht sicher, oder vielleicht habe ich ein YouTube-Video dazu gemacht, ob ich mich auf einen Subscriber einlassen würde. Und da habe ich gesagt, nicht wissentlich, ja, weil you don't shit where you eat. So, ich lasse mich nicht auf jemanden ein, der vorher Ewigkeiten hier mich angeguckt hat und sich schön, was weiß ich, einen Game-Schlachtplan zurechtgelegt hat, was mag Valerie, was mag sie nicht, um mich dann von sich zu überzeugen, ja. Also, Königin der Schwerter, lasst uns mal gucken, das ging schnell, der Gehängte. Die Königin der Schwerter, die Gehängten-Energie, die ist bei fast allen Readings super prominent, Fische-Energie, also Leute, nochmal, geht euch das Neumond-Reading angucken und dann die Hohepriesterin, für manche ist der Gehängte auch Krebsenergie oder die Hohepriesterin Krebsenergie. Ich lese es auch hier als Fische-Energie, aber es gehopst wie gesprungen, Wasserenergie. Ja? Dahinter das Ass der Münzen und die Welt. Mit den Neun der Münzen ist für mich ganz klar, ich habe eben gesagt, hier kann ein Angebot kommen und 9 der Münzen plus 10 der Münzen ergibt was? 9 der Münzen plus das Ass der Münzen ergibt was? 10 der Münzen, ja, und das wäre eben etwas, was auf Ernsthaftigkeit beruht. Das würde also bedeuten, dass hier quasi ein neuer, Moment, Leute, so, ein neuer Zyklus entsteht, ja, hier im Verborgenen liegt das Angebot und mit der Welt würde hier ein neuer Zyklus, beziehungsweise ein alter enden, ja, zum Beispiel der alte Zyklus der Freundschaft und ein neuer Zyklus der Romantik beginnen und jemand würde in diesem Sinne quasi euer Single-Dasein beenden. So, aber jemand mit dem Gehängten hier wartet noch auf den richtigen Einfall, vielleicht auch so ein bisschen auf den richtigen Moment, um eben zu sagen, was Sache ist, oder um in die Kommunikation zu treten. Für einige von euch ist es auch so, dass ihr in die Kommunikation treten möchtet und vielleicht auf den richtigen Zeitpunkt wartet, was auch immer der richtige Zeitpunkt für euch ist.
Die 7 der Kelche erklärt mit 2 der Münzen. Einige von euch, wow, das Gericht und die 6 der Kelche mit dem Teufel auf der Rückseite des Decks, Steinbock-Energie. Bitch! Und da kommen die Sirenen. Leute, warum sage ich weil Steinbock-Energie, Steinbock wird beherrscht vom Planeten Saturn. Warum ist das so wichtig? Weil Saturn und Venus eine ganz wichtige Rolle spielen im zum nächsten Neumond. Ja, super wichtig. Also für diejenigen, die in der Beziehungssache oder das hier gucken wegen romantischen Sachen, guckt euch am 9. dieses Reading an. Ihr habt eine Menge Informationen da drin. Okay. Also 2 der Münzen mit dem Gericht und den 6 der Kelchen. Skorpionenergie, sehr viel Skorpionenergie hier sogar. Und das ist so ein bisschen also mehrere Szenarien. Es kann sein, dass einige hier das Gefühl haben, dass ich kenne die Person schon aus einem vergangenen Leben, ja, oder dass da irgendwie so ein bestimmtes Vertrauen ist, was man sich nicht so wirklich erklären kann oder warum man so eine extreme innere Ruhe bei der Person verspürt. Und man weiß irgendwie nicht, was das Ganze bedeutet oder worauf es hindeutet. Oder das ist zum Beispiel der Anlass, warum es von Friendzone zu Beziehungspotenzial geht. Für andere hier ist es so, dass jemand noch so ein bisschen im Zwiespalt ist. Ob das nicht vielleicht zu schön ist, um wahr zu sein. Ja, ich sage immer, Leute, wir sind Co-Kreateure unserer Realität und wenn man etwas als zu schön, um wahr zu sein empfindet, dann ist es auch zu schön, um wahr zu sein. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, wenn man sagt, oh nee, das ist zu schön, um wahr zu sein, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass du den Glaubenssatz hast, dass du das nicht verdienst. Ja, weil ich sage nie, das ist zu schön, um wahr zu sein, weil alles in meiner Realität ist schön und wahr, so wie ich es verdient habe, okay? Der Teufel hier könnte mit den 6 der Kelche und dem Gericht definitiv darauf hindeuten, oh wow, da hätte der Magier und jetzt der Herrscher, könnte definitiv darauf hindeuten, dass hier vielleicht irgendwie Karma im vergangenen Leben aufgebaut worden ist oder abgebaut werden soll oder sowas. Aber Leute, wenn ich jetzt hier sage Karma, ich rede nicht davon, dass wir irgendwie hier, ne, wie gesagt, ich lese hier nicht für die absolut toxischste Beziehung auf der Erde. Ja, das ist dann, ihr seht hier, der Teufel hat hier seine 2, ich sag mal, Sklaven in Anführungszeichen, in Ketten gelegt. Aber ihr könnt auch sehen, dass die Ketten locker sind. Ja, die könnten also, wenn sie wollen würden, zu jedem Zeitpunkt die Kette ablegen und sagen, ciao Kakao. Aber die stehen beide freiwillig hier. Ja, die wollen diese Bindung haben. Und das gilt übrigens auch für die Menschen, die sich in einer toxischen Beziehung befinden. Die heben zwar immer die Hände und sagen, oh, alle sind so böse zu mir. Und, at the end of the day, Bobo, bist du da aus freiwilligen Stücken. Okay, weil anscheinend hast du die Schnauze noch nicht voll genug, dass du sagst, hör mal zu, weißt du was, ich lege diese Ketten ab und peace, okay? Am Ende des Tages lässt du dich in dieser Position halten. 6 der Münzen. Die Herrscherin. Wow. Und die 2 der Schwerter auf dem Kopf. Und die 3 der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Die ziehe ich mir raus, weil ich habe das Gefühl, dass es hier was bedeutet. Also, die Herrscherin und 2 der Schwerter auf dem Kopf ist, dass hier für einige von euch, ihr habt mit jemandem zu tun, der vielleicht noch in einer Ehe ist. Könnte sein, dass da oder im Scheidungsjahr oder vielleicht ist die Scheidung auch noch nie, also nie vollzogen worden. Ja, es kann auch sein, aus finanziellen Gründen oder irgendwie sowas. Aber das kann gut sein. Oder jemand, mit dem die Person Kinder hat. Vielleicht ist das eben auch, ne, die 3 der Schwerter und dann die Königin der Münzen könnte dafür sprechen. Ja, also beide repräsentieren hier eine mütterliche Energie. Ob ihr jetzt die Herrscherin seid oder die Königin der Münzen, ist eigentlich gehopst wie gesprungen. Am Ende des Tages die Königin der Münzen diejenige, die am nächsten an die Herrscherin rankommt. Ja, also kann sehr gut sein, dass diese 6 der Münzen-Energie hier eben dafür sorgt, wenn das hier mit der Herrscherin verbunden ist, wir haben den Herrscher eben auf der Rückseite des Decks gesehen, dass das hier für Herzschmerz sorgt. Ja, und diese Between-Worlds-Karte könnte auch dafür sprechen, weil ein Zyklus muss erst geschlossen werden,
werden, bevor man einen neuen beginnt. Aber was hier auf jeden Fall ganz klar ist, mit den zwei der Schwertern auf dem Kopf, für mich, dass hier nicht irgendwie die Augen davor verschlossen werden oder so. Wenn ihr in so einer Situation euch befindet, dann ist das eine klar kommunizierte Situation. Ja, das ist nicht irgendwas, was ihr rausfindet heimlich oder was irgendwie plötzlich über Social Media rausgefunden wird, sondern das ist jemand, der das klar kommuniziert hat hier. Ja, Leute, also, ne, ihr nutzt, wie ich immer so schön sage, nutzt die Fähigkeit des Urteilsvermögens, was wir alle bekommen haben, oder baut sie aus, ja. Fügt euch nicht selber Herzschmerz zu, weil ihr euch in Illusionen haltet oder weil ihr dumm seid oder nicht dumm seid, sondern dumm sein wollt. Ja, Dummheit wählen wir. Dummheit ist nicht zwingend etwas, womit man auf die Welt kommt. Wobei Instagram mir letztens belehrt hat, dass es doch, oder mich eines Besseren belehrt hat, denn ich hatte da so ein paar DNA-Unfälle. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß es. Ja, manche Menschen werden auch dumm geboren. Aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die Minderheit. Ja, wir stellen uns gerne dumm, ja, besonders dann, wenn unsere Emotionen im Spiel sind. Und Leute, bitte tut mir einen Gefallen, macht das nicht. Ich weiß, dass ihr es auch einfach besser könnt, okay? Also Leute, ich lasse euer Reading hier. Wie immer, ich hoffe, ich habe euch Klarheit gebracht. Liked, abonniert, teilt, kommentiert. In der Infobox findet ihr alles, wenn ihr gerne ein privates Reading haben möchtet. Ich habe dort meine Instagram-Account verlinkt. Ich habe ein neues Instagram erstellt, wo ich ein bisschen mehr von mir teile, was außerhalb der Tarotwelt und der spirituellen Welt stattfindet. Wer mir also dort gerne folgen möchte, checkt es aus. Valerie Malou ist der Account, der hier zu diesem Channel gehört. Und Warbyverse ist der Account, der sich um mich und alles, was ich sonst so gerne mache, drehe, außerhalb von meiner Arbeit, okay? Also Leute, wie immer sehen wir uns, wenn wir uns sehen.